Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 20. September 2021. Und zwinker, zwinker. Wir haben in den letzten Tagen immer mal wieder Szenarien durchgesprochen, in denen bestimmte Verhaltensmuster auftreten könnten. Ich gebe hier einfach mal das Stichwort zwinker, zwinker. Der aufmerksame Zuhörer sollte Bescheid wissen. Für alle anderen schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an, was hat der Verfall getan? Was kann jetzt insbesondere passieren? Also ganz besonders interessant finde ich, dass wir zum Freitag oberseitig versucht haben, oberseitig versucht auszubrechen. Also das war ein neues kleineres Hoch, was wir bekommen haben. Wir sind über die 57, wir sind stabil gestartet, sah soweit ganz gut aus und ist aber direkt umgekippt. Also schon wirklich früh direkt umgekippt. Und hat sich wieder zurückgeworfen unter die 37. 37 wäre für mich so ein Punkt gewesen, wo ich sage, okay, wenn er ausbricht, dann darf er da nicht mehr drunter und dann ist er aber da drunter. Ne? Und dann hat man auch gemerkt, da war gut Zug dann drauf, da war gut Stress drauf, eben was wir eigentlich die letzten Tage sehen wollten. Ne? Das hat er jetzt zum Freitag zum Verfall selber gebracht. Eher ungewöhnlich für den DAX, aber das haben wir schon mal gehabt vor 2 Monaten. Ihr erinnert euch, ich hatte den Vergleich gebracht mit der Anja, die bei uns im Chat tagelang versucht hatte, mitzuschwimmen, immer wieder Angst hatte, unten raus die Bewegung zu verpassen und dann zum Verfall gesagt hat, das ist hier zu heiß, ihr handelt nicht mit. Ihr kennt die Geschichte, habe ich euch in der Analyse für den Freitag schon erzählt. Und dann war eben vor 2 Monaten auch an dem Freitag die Kiste komplett runter. So, und danach ist aber am Montag der Tag eher entspannt verlaufen. Der DAX hat sich stabilisiert, ist ein bisschen hochgekommen, hat sich ausgeruht und wieder angezogen. Am Montag starten wir jetzt im DAX mit 40 Werten. Ist nicht so ganz kalkulierbar, welche Auswirkungen das jetzt für ihn selber haben wird, dadurch, dass er ja das zum ersten Mal in seiner Geschichte macht. Ne? Bei Anpassungen anderer Indizes, muss man sagen, hat man jetzt nicht immer wirklich eine Veränderung gespürt. Ich erwarte sie auch nicht für den DAX, weil das, was hätte passieren müssen, jetzt ja eigentlich schon passiert ist. Das heißt, die Titel, die in Aktienindexfonds rein müssen, die sollten jetzt in diesen schon reingekauft worden sein. Titel, die bisher drin war, konnten jetzt eben entsprechend auch schon abgebaut werden, sodass jetzt nicht unbedingt noch ein Handlungszwang entsprechend eben da wäre, um unseren DAX jetzt hier noch gravierend darzufassen. Ich glaube, da wird die Bundestagswahl Ende, also jetzt am Ende der Woche dann durchaus interessanter werden für den DAX. Aber Punkt. Fakt ist, diesen Verfallstag, dieses Rausstellen unten raus, das hatten wir vor 2 Monaten schon mal. Das war der hier, das war der Verfallstag, die rote Kerze hier unten, das war der Verfallstag. Nächsten Tag am Montag relativ ruhig, Dienstag dann weiter durchgeladen und wieder Entspannung. Deswegen würde ich jetzt hier einfach ähnlich rangehen. Natürlich Zwinker, Zwinker. Ihr kennt das Ganze, habt euch da lange drauf vorbereitet. Jetzt ist es soweit. Man muss aber ganz klar sagen, wenn er sich jetzt hier zum Montag grün reinstellt, dann würde ich sagen, okay, dann erstmal zurückstellen. Na, alles so, was so über 5,30 geht, will ich eigentlich nicht unbedingt am Montag sehen. Ich würde ihm noch ein bisschen Platz geben, vielleicht für Erholungsversuche in die 5,60. Aber wenn er unser Zwinker-Zwinker-Spiel spielen will, dann sollte er das eigentlich nicht großartig ausreizen. Eine kleine Eröffnung in die 5,60 rein und hart umdrehen, das wäre noch legitim. Aber alles, was höher geht, alles, was auch so über 5,90 geht, das wäre mir schon fast wieder zu viel Erholung und würde ihm dann eher Platz geben, wieder zurückzulaufen. Und wenn er jetzt eben wieder auf so einen Montag zurückläuft, hier eine grüne Tageskerze reinbaut, glaube ich schon, dass wir auch zum Dienstag nochmal nach oben was hinterherbekommen. Ja, und da, deswegen sollte man einfach aufpassen, sieht man den DAX über 5,30, sieht man den DAX über 5,60, dann kann er durchaus das machen, was er die ganzen letzten Wochen wieder gemacht hat und raus. Also deswegen würde ich mich dort einfach abgrenzen, ne, wer vielleicht schon Short-Positionen aufgebaut hat, dass man vielleicht dann im Anstieg auch ein bisschen sich jetzt einfach schon mal Gedanken macht, okay, wo dünne ich vielleicht ein bisschen erstmal was aus, für den Fall, dass es doch wieder nur so ein Konter wird, der dann hochgezogen wird bis zum Erbrechen, damit man einfach absichert. Einen Grund hier, jetzt Stand hier jetzt abzubrechen, sehe ich nicht. Na, es hat sich erstmal gut rausgestellt, aber ich würde mir Gedanken machen, wenn da jetzt starke grüne Kerzen kommen nach oben, dann sollte man schon ein bisschen reagieren und aufpassen, ne? Solange die zumindest nicht hart wieder nach unten gedreht werden. Dafür gebe ich ihm, wie gesagt, Platz hier, 5,90 im weitesten, also eigentlich eher so 5,60 im weitesten, die 5,90, aber höher wäre für mich zum Montag eigentlich zu hoch, ne? Das heißt, wenn er unten raus will, dann muss er unten raus, idealerweise gleich eingeleitet per Abwärtsskip. Interessant ist auch, meine Oma hat mir geschrieben, am Freitag,
Ach, da weiß ich auch selber gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich bezeichne mich selber manchmal schon als Experte, was so ein bisschen Sentimentindikation angeht, ne? Also ich bilde mir gerne mein eigenes Sentiment an Leuten, die ich beobachte, an Meinungen, die an mich herangetragen werden, an Trading-Verhalten, was ich bei meinen Leuten beobachte, die bei uns im Dienst drinne rumhandeln und uns da immer fleißig dran teilhaben lassen. Da habe ich immer ein sehr gutes Händchen für. Jetzt hat sich meine Oma qualifiziert, da einen Spruch reinzubringen. Das hatte ich noch nie. Die hat sich noch nie zur Börse geäußert. Noch nie. Das habe ich noch nie gehabt. Meine Mutter auch sonst nie. Na, einfach, weil die haben kein Anlagevermögen, was man irgendwo, die brauchen sich nicht mit Börse beschäftigen. Da ist ja kein Geld, was die anlegen können. Von daher ist es verwunderlich, wenn die dann auf mich zugehen und sagen, hey, hier passiert was an der Börse, pass mal auf. Meine Oma hat mich jetzt davor gewarnt, dass in China doch jetzt alles crashen wird und die ganzen Banken dort jetzt pleite gehen werden und so weiter und ich doch aufpassen soll und ich mit dem, was ich an der Börse machen soll, aufpassen soll, weil jetzt ein Crash kommen wird, hat sie zu mir geschrieben. Ja, also hat mir gesagt, ich soll da gut aufpassen, soll mich gut vorbereiten. Das wird jetzt hier crashen. Und das finde ich interessant halt, weil es ist ja nun so klar, in China brodelt gut was, aber in China brodelt schon eine ganze Weile gut was. Da jetzt zu sagen, oh Gott, oh China, da sollte man jetzt mal hingucken, da sollte man schon seit 9 Monaten hingucken. Ne? Seit Anfang des Jahres fallen die Indizes dort fast gefühlt täglich. Ne? Also wir sind schon, alles, was die chinesischen Indizes, Hongkong oder alles, was da im asiatischen Bereich unterwegs ist, alles, was die vom März-Tief nach oben gelaufen sind, also das, was der DAX hier, wir können im DAX im Tagesschart angucken, der asiatische Bereich hat in der Regel diesen Anstieg von hier unten, haben die alle jetzt schon zu 61% auskonsolidiert. Die stehen alle schon auf den Niveaus, weil sie von Anfang des Jahres an weggefallen sind. Das heißt, die haben eine sehr weite Strecke und so ein 61er-Retracement, alle so auf Wochenchart-Ebene erreicht jetzt momentan. Ne, egal, ob ich da in China 50, Shanghai Composite oder was auch immer mir angucke, die sehen fast alle identisch da aus. Und haben jetzt hier so 61er-Retracements angelaufen. Und da bin ich jetzt wirklich hin und her gerissen, wie ich das werten soll. An sich würde ich nämlich ganz klar sagen, ist kontraindikativ, wenn selbst meine Oma mir sagt, ich solle dort aufpassen, jetzt kommt der Crash. Meine Mutter hat mir auch bei 52.000 in Bitcoin geschrieben, hier schau mal, El Salvador, jetzt scheint es ja richtig loszugehen mit Bitcoin und so. Ja, und was war? Riesenfette Kerze nach unten, teilweise 15, 20, 30% Minus auf den Kryptos, nachdem mir meine Mutter das geschrieben hat. Wenn mir meine Oma jetzt sagt, hier geht jetzt alles nach unten, bin gespannt. Das ist jetzt ein bisschen, na, ihr seht mir das nach, dass ich mit euch darüber spreche, aber. Ich finde, das ist immer mit das Wertvollste, was ich persönlich für mich nutze. Anderes Sentiment und so weiter kombiniert mit Charttechnik. Ich finde, das ist der ultimative Indikator und deswegen rede ich mit euch immer dabei. Ich weiß, manche, die schütteln mit dem Kopf und winken ab und halten das für Charlatanerei oder keine Ahnung was, aber mir persönlich hilft es immer so ein bisschen aufs Sentiment zu gucken. Und deswegen würde ich am Montag tatsächlich, wenn ich keine roten Kerzen sehe, Punkt. Wenn ich keine roten Kerzen sehe, das kann man wirklich in Klammern setzen, also nicht in Klammern setzen, sondern wirklich fett gedruckt. Wenn ich keine roten Kerzen sehe, dann würde ich zum Montag mit einem Konto rechnen. Und zwar so, dass der gegebenenfalls am Dienstag sogar über 15.800 steht. Punkt. Ja, das würde ich machen. Ich persönlich würde es machen. Wenn der anfängt, hier nicht nach unten zu liefern und bedienen, der hat sich ja unten rausgestellt, der kann uns alles das laufen, was wir die letzten Wochen besprochen haben, die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen haben, wo ähnliche Situationen da waren. Heute machen wir nur Zwinker, Zwinker, besprechen, was kann passieren, wenn er andersrum läuft. Und da muss ich ganz klar sagen, wenn ich grüne Kerzen sehe und der mir nicht nach unten abtreibt, ich würde versuchen, gegebenenfalls ein bisschen was auszukontern. Ansonsten sollten unterhalb, wenn er hier weiterarbeitet, die Ziele ein bisschen klar sein. Da haben wir eine 350, 310, die ist ganz interessant und die war da ja ein bisschen aus Tagesebene dann offene Zielstellung. Das kennt ihr alles aus den letzten Videos, das brauchen wir jetzt hier nicht nochmal betonen. Und damit würde ich das heute mal zulassen, einfach mal auch die Analyse ein bisschen anders rangehen, wie wir das die letzten Male in ähnlichen Situationen gemacht haben. Aber da habe ich euch ja darauf vorbereitet in den letzten Videos. Da sollte jeder jetzt Bescheid wissen, was gemeint ist. Und wie gesagt, passt mir ein bisschen auf, wenn der nicht liefert, ne, wenn der jetzt nicht bedient und einfach bloß nach oben zerrt, vielleicht so ein kleines Abwärtsgap reinbringt und dann von der ersten Minute an nur grüne Kerzen kommen.
passt da ein bisschen auf, dass es halt nicht bloß wieder sowas dann wird, was dann wieder auf ein neues Allzeithoch hinausläuft. Ne? Also wir haben schon so oft hier unten rausgestanden, hat sich immer wieder gedreht. Da würde ich einfach, da würde ich, das würde ich ernst nehmen, wenn es kommt, da würde ich aufpassen. Und ansonsten, wenn rote Kerzen kommen, sollte jeder wissen, was hier zu tun ist. Damit würde ich hier zumachen, würde euch viel Erfolg für den Montag wünschen, gutes Gelingen und vergesst mir den Kollegen hier nicht. Das ist so ein schönes Bild. Ich muss vorhin so lachen, als ich das. Ich habe gesucht nach Zwinker und da habe ich den kleinen Mann hier gesehen und dachte mir, ey, komm, das passte wie die Faust aufs Auge, wie er sich so Mühe gibt. Noch so. Also, so sieht es bei mir auch aus, wenn ich versuche zu zwinkern. Hey, das ist. Gut, ich mache hier aus. Ich wünsche euch viel Erfolg zum Montag und gutes Gelingen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.